Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fable 2. Als wir jetzt das letzte Mal hier waren, waren wir in Bloodborne angekommen, haben uns ein neues Schwert besorgt. Und wir haben hier jetzt eine Menge offener Quests, also wirklich eine Menge. Zum Beispiel auch hier der Pridewood-Turm, aber den hebe ich noch für später auf. Und mal schauen, was können wir denn machen. An sich könnten wir ja mal die letzten Gargoyles und Schlüssel und alles besorgen gehen, weil das ist halt ja auch was, das ich mal noch erledigen muss. Es sind nicht mehr so viele, ich weiß die meisten Positionen auswendig, also sollte relativ schnell gehen, denke ich mal. Hat gerade eben schon Angst, dass der Spielstand gar nicht laden will, weil es hat wirklich ewig gedauert und da hatte ich mir gedacht, so kurz vor Ende. Das wäre schon richtig mies gewesen. So. Hier beim Lager gibt es da hinten jetzt, dadurch, dass wir jetzt hier eine ganze Weile weg waren, eine offene Stelle in der Wand, nämlich hier. Wo wir da mal hier rüber gehen. Ja, das sind Truhe, ich weiß. So. Dann ist der Gargoyle schon mal weg. Hier eine kleine Schatztruhe. Schauen wir mal, was ist denn drin? Massivgold-Halskette. Joa. Nichts Besonderes, aber wenn es schon da ist, nehmen wir es mit. Also. Muss ich mal schauen. Da hinten war eine Truhe, oder? Ja. Wird natürlich auch direkt geöffnet, wenn wir schon mal da sind. Sturmnabenverbesserung. So, auf dem Turm ist, denke ich, ein Schlüssel. Und eine normale Truhe noch. Komm, nimm sie. Obsidian-Java-Trank. Und dann schaue ich jetzt mal gerade. Also, das Gebiet, wo wir sind. 3 von 5 und 2 von 4. Lass mich mal überlegen. Wo waren wir denn noch nicht? Ah, ich weiß wo. Ich weiß genau wo. Da können wir hier sogar gerade eine der Quests, die wir offen haben, machen. Das ist gut, hätte ich nicht erwartet. Weil ich habe gerade überlegt, 2 und 2, das ist irgendwie noch ziemlich viel. Aber dann weiß ich ja, wo wir hin müssen. Leider kann ich hier nirgends runterspringen, weil wir müssen hier sogar ins Nomadenlager für die eine Quest. Die ist sogar ein bisschen deprimierend, würde ich meinen. Aber ja. So, rauf da. Ich habe mir auch zum Ziel gemacht, ich werde heute Fable bis ganz zum Schluss aufnehmen, damit wir das dann auch endlich hinter uns haben. Charlie? Charlie, bist du das? Oh, ihr seid nicht mein armer Charlie. Wir feiern in Bauertümpel den Geburtstag meines Lieblings. Er picknickt für sein Leben, gell? Nur eine Sekunde habe ich nicht aufgepasst und weg war er. Ihr müsst ihn bitte finden. Er ist doch so hilflos. Tja, dann werden wir ihren Enkel natürlich mal suchen. Ich hätte ihn nicht aus den Augen lassen sollen. Oh, vielen Dank, mein Lieber. Er wollte ein paar Höhlen erforschen. Natürlich wieder Abenteurer. Er könnte erschrecken, wenn er euch sieht. Also nehmt diese Nachricht, damit er weiß, dass er euch trauen kann. Oma Miggins Nachricht. Lieber Charlie, bitte folge diesem netten Menschen und habe keine Angst. Deine Großmutter.
Und dann wollen wir auch direkt mal, weil als Held nehmen wir natürlich die vertikalen Abkürzungen. Und da hinten, wo jetzt sich das Grab der Helden aufgetan hat, steht ja schon da oben. Ich wusste nicht, ob ich schon Grab sagen kann oder ob ich dann was spoiler. Das ist eben, bevor wir im Turm waren, war da ein See. Aber da es jetzt ja eben sozusagen Herbst ist, können wir da problemlos hingehen. An sich ist es halt so, dass die Kindheit war halt im Winter. Alles vor dem Turm war früher Sommer, also Sommer, Frühling. Und hier ist jetzt eben Herbst. So, dann wollen wir mal ins Grab der Helden. Und dann hoffe ich mal, dass ich hier die restlichen Gargoyles finde, weil ich weiß es nicht genau, ob wir hier alle finden werden. Kann ich das Buch da mitnehmen? Nee, sah nur so aus. So, dann sehen wir uns mal ein bisschen um. Haben wir hier natürlich erstmal eine Truhe gefunden. Obsidian-Java-Trank. So, schauen. Oh, da hören wir ja schon eine der fiesen kleinen Stimmchen. Diese Tür ist verschlossen. Gut, da kommen wir noch nicht hin. Und ich vermute mal, der ist hier hinten dran. Ja. Oh, und da haben wir ja schon fast 30 Gargoyles. Aber auch nur fast. Und da hören wir da hinten ja schon ein paar Prügeleien, wo wir uns denn allzu gleich mal einmischen sollten. Angereicherter Erfahrungstrank. Jetzt könnte ich mir Zähigkeit leisten. Aber vorher helfen wir dem mal. Ah, ein Entdeckerkollege! So ein Glück! Vielleicht könnt ihr mir helfen. Was habt ihr da? Diese Handschrift. Das wird doch nicht etwa... Lasst mal sehen! Tja, und scheinbar haben wir Charlie gefunden, nur ist er nicht unbedingt das, was wir erwartet haben. Großmutter, ich hätte es wissen müssen. Ich heiße Charles. Hey, wo wollt ihr denn? Oh, ich will nur den Schlüssel hier holen. Keine Angst, ich bleib doch da. Ah, da seid ihr. Wie schon gesagt. Großmutter, ich hätte es wissen müssen. Ich heiße Charles. Charles! Und ich bin ein sehr guter Abenteurer. Diese Frau bringt mich noch zur Weißglut. Wie fändet ihr es, wenn euch eine alte Frau ständig Vorschriften macht? Fürchterlichst. Aber ihr scheint ganz nett zu sein. Vielleicht könnt ihr uns helfen, diese vermaledeite Truhe zu öffnen. Sobald ich mich nähere, erscheint ein Trupp dieser untoten Plagen und versucht, mich anzugreifen. Seid so gut und haltet diese Bestien von mir fern, ja? Sobald ich mich der Truhe widme, beginnen die faulenden Schufte ihre grausamen Scherze. Haltet sie fern, während ich am Schloss arbeite. Oh, wie aufregend! Nur werde ich natürlich machen. Und ziehen wir am besten schon mal. So. Jetzt sind sogar mal ein paar mehr. Aber das sind teilweise ja sogar noch die Schwachen bei. Also ist das eh kein Problem. So. Die Großen könnten leicht problematisch werden. Muss ich die Kleinen nur vorher gut schon mal entfernen.
So, dann nehmen wir die Erfahrung mal mit. Und wenn wir gerade schon da sind, mal schauen. Ich könnte Zähigkeit nehmen. Oder ich warte noch ein bisschen, hol Konstitution. Weil mehr Angriff ist mir dann doch ein Stück weit lieber. Ah, er ist fertig. Ich will euch nicht belästigen, aber ich könnte hier etwas Hilfe brauchen. Plünderer-Nachricht. Wer immer dies liest, es tut uns leid, aber indem wir das Normanomikon aus dem Sarg nahmen, haben wir das Grab offenbar verflucht. Ihr solltet vielleicht besser um euer Leben laufen. Viele Grüße, Sam und Max. Huch, das habe ich nicht kommen sehen. Und damit haben wir jetzt eine untote Plage heraufbeschworen. Und natürlich haben uns Sam und Max mit ihren Spielereien damals noch mehr Ärger gebracht. So. Das sind jetzt halt relativ viele jedes Mal und halt in jedem Raum. Wir müssen die halt nacheinander jetzt alle wegschlagen. Wir könnten auch rausrennen und abhauen, aber die ganze gute Erfahrung, wieso sollte ich da weglaufen? Also, werde ich den Rest der Folge hier mal etwas mit Leichenkloppe verbringen müssen. Das Schlimme ist, der Kerl kann prinzipiell halt auch sterben und das wollen wir ja nicht. So. Ah, du willst mich treffen. Ich glaube nicht. So, all die Jungs hier weg. Das Gute ist, dass sie ihn relativ ignorieren. Komm, geh aus dem Weg. Und natürlich, genau dann bekommen wir einen Treffer ab. So, mit einer Ladung ist halt einer von denen komplett weg. Kann ich? Nee, noch nicht. War ein anderer Zauber. Und Zauber sind hier so eine Sache. Können wir ja nicht so viel mit anfangen eigentlich. Ah, natürlich hänge ich jetzt unten im Wasser fest. Ich muss den Kerl hier halt loswerden, weil die machen ihm zu viel Schaden, da die zaubern können. Jetzt kann ich aber Konstitution nehmen. Also. Und wie man sieht, jetzt bräuchte ich nochmal für die letzte Stufe das Vierfache. Das ist halt schon verdammt viel. So, und da hinten ist jetzt die Tür auf, die das letzte Mal, als wir hier in dem Raum waren, ja noch abgesperrt war. Aber irgendwie sehe ich gerade, dass die Zeit für den Part eigentlich vorbei ist. Also pausiere ich hier an der Stelle mal und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt. Let's play Fables.